plötzlicher Herzstillstand mitten auf dem Hannover Flughafen. Doch zum Glück ist dies nur eine Übung. Das ist die Woche der Wiederbelebung, ist das, und die soll halt den Bürger, den Laien dazu animieren, bei einem Herzstillstand schnell Erste-Hilfe-Maßnahmen zu ergreifen. Wir wollen halt die Hemmschwelle, etwas zu tun, reduzieren. Gut, ja, man weiß nicht, wo man hinfassen muss. Ich habe das zwar auch schon mal so einen Lehrgang mitgemacht, aber man ist schon zu lange her, ne? Weil man würde sich auch nicht üben. Nein, wir müssen jetzt los. Nein, du müsstest da jetzt üben, weil ich nämlich herzkrank bin. Die Frau animiert, der Mann reanimiert. Helfen ist ganz einfach. Prüfen, ob die Person reagiert und atmet, 112 wählen und drücken 100 Mal. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, so wie man das wahrnimmt, sind ja zunehmend in Deutschland. Also ich glaube, das ist dem auch so ein bisschen geschuldet, dass das sogar die häufigste Todesursache ist, Herzstillstand, habe ich mal gelesen. Und von daher finde ich das gut. Also und so schwer ist es ja nun scheinbar auch nicht. Die Flughafenfeuerwehr und Notärzte der MH zeigen auch, wie man im Notfall mit einem automatischen Defibrillator umgeht. Davon gibt es am Hannover Airport rund 20 Stück. Die Kästen sind im Prinzip so ausgestattet, dass man problemlos per Knopfdruck die öffnen kann. Ich mache das jetzt hier nicht, weil dann ein automatischer Notruf ausgelöst wird. Das heißt im Prinzip das Rufen, wenn man jetzt an unsere Aktion Prüfen, Rufen, Drücken denkt, das Rufen wird durch diesen Kasten schon automatisch erledigt. Die Flughafenfeuerwehr bekommt einen Notruf und die Kollegen kommen automatisch. Zusätzlich hat man hier auch noch einen Notrufknopf direkt drunter. Aber ansonsten einfach aufmachen, das Gerät rausnehmen, einfach aufklappen, der Rest ist selbsterklärend. Na, dann kann der Rettung doch nichts mehr im Wege stehen. So wie der junge Mann mir das jetzt gesagt hat, da würde ich mich auch trauen. Und ich würde auch den Nächsten ansprechen und sagen, hier, jetzt machen Sie mal weiter. Also zögern Sie nicht. Im Notfall heißt es prüfen, rufen, drücken.